Ich möchte kurz erklären, was man unter Zeitbereich und Frequenzbereich versteht. Auf der linken Seite soll es um den Zeitbereich gehen und auf der rechten Seite um den Frequenzbereich. Und wir schauen uns das Ganze mal anhand eines einfachen Schaltbildes an. Und zwar nehmen wir eine Spannungsquelle und über einen Widerstand wird ein Kondensator oder eine Kapazität aufgeladen. Und diese Spannungsquelle soll mal eine konstante Spannung haben, den Widerstand bezeichnen wir mit R und die Kapazität mit C. Und jetzt können wir uns zum Beispiel den Strom anschauen, der in dieser Masche fließt. Oder wir könnten uns auch die Spannung anschauen, die ich hier mal in Rot markiere, die über diesem Kondensator abfällt. So, wenn wir uns das im Zeitbereich anschauen, dann ist der Vorteil des Zeitbereiches, dass das eben sehr anschaulich ist, was hier dynamisch passiert. Das ist für uns einfach verständlich. Das ist die natürliche Umgebung zur Beschreibung dynamischer Vorgänge. Wir alle leben im Zeitbereich. Wir stehen früh morgens auf und gehen abends ins Bett. Und ja, deshalb können wir so ein Diagramm über der Zeit auch gut verstehen. Ohne das jetzt hier langwierig auszurechnen, was hier passiert, können wir uns das intuitiv vorstellen. Über diese konstante Spannung wird dieser Kondensator hier langsam aufgeladen. Das heißt, am Anfang fließt ein großer Strom. Ich mache jetzt mal an die Amplitudenachse nichts dran. Am Anfang ein großer Strom und der Strom wird mit der Zeit immer kleiner, fällt exponentiell ab. Und gleichzeitig steigt die Spannung über der Kapazität exponentiell an und nähert sich dann asymptotisch dieser konstanten Quellspannung an. So, wenn wir das jetzt mal tatsächlich ausrechnen wollen würden, wie dieser Stromverlauf aussieht, dann sehen wir, was das Ganze hier für einen Nachteil hat, das im Zeitbereich sich anzuschauen, im Zeitbereich zu beschreiben. Wenn wir mal einen Maschensatz aufschreiben für diese Masche, dann würde hier stehen, UQ ist gleich R mal I, der Spannungsabfall über den Widerstand, plus ja, und der Spannungsabfall über der Kapazität ergibt sich eben allgemein aus 1 durch C mal das zeitliche Integral über den Strom. So, ja, das Problem erkennt man jetzt, wenn man halt mal den Strom hier ausrechnen will, sieht man, dass man diese Gleichung nicht einfach nach dem Strom hier umstellen kann, weil das Ganze eine Differentialgleichung beziehungsweise besser gesagt eine Integralgleichung ist. Also hier taucht halt einmal der Strom auf als Funktion an sich und als Integral über diese Funktion. Und wenn wir diese Gleichung jetzt nach dem Strom umstellen wollen, dann würde das heißen, wir müssen diese Integralgleichung oder diese Differentialgleichung lösen. Das wäre jetzt in diesem Fall ja gar nicht so schwer, weil das eben die einfachste oder simpelste Differentialgleichung oder Integralgleichung ist, die man sich vorstellen kann. Erste Ordnung und linear, also erste Ordnung deshalb, weil eben hier nur die Funktion und nur das erste Integral auftaucht. Linear deshalb, weil hier nur die Funktion und die Funktion auftaucht und nicht das Quadrat oder die Wurzel der Funktion oder sowas, dann ist das auch eine Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten, weil das R hier und das C eben nicht vom Strom und nicht von der Spannung abhängt. Und diese ja, lineare Differentialgleichung, Integralgleichung, erste Ordnung mit konstanten Koeffizienten hat eben als Lösung die Exponentialfunktion. Und zwar deshalb, weil die Exponentialfunktion, wenn man die ableitet, ist das immer noch eine Exponentialfunktion. Wenn man integriert, ist es immer noch eine Exponentialfunktion. Und wir sehen halt, dass in dieser Gleichung hier die Funktion an sich und das erste Integral oder die erste Stammfunktion dieser Funktion, die müssen zusammen eine Konstante, nämlich diese konstante Quellspannung hier ergeben. Also müssen ja die Funktion an sich und die Stammfunktion halt gleich sein. Und bei welcher Funktion ist das eben so? Naja, bei der Exponentialfunktion. Und deswegen löst halt die Exponentialfunktion diese Differential- oder Integralgleichung erster Ordnung. Das wollen wir jetzt aber nicht tun. Wenn wir das jetzt machen würden und den Strom hier erhalten würden, dann könnten wir auch die Spannung über der Kapazität ausrechnen. Ich male das mal lieber in Rot, weil es die Spannung ist.
Dann könnten wir auch diese Spannung ausrechnen. Das wäre dann halt, ja, im Grunde genau das, was hier steht, 1 durch c mal Integral i dt. Also den Strom über die Zeit integriert. Da müssen wir uns vielleicht noch Gedanken über die Grenzen machen. Das machen wir jetzt nicht. So, also der Vorteil ist, es ist vergleichsweise anschaulich. Der Nachteil ist, wir müssen Differentialgleichungen lösen. Und das ist in dem Fall jetzt hier noch möglich, und wäre vergleichsweise simpel. Man kann sich jetzt aber vorstellen, wenn wir dieses Netzwerk jetzt ein bisschen komplizierter machen und da noch mehr Speicherelemente reinbauen, also eine Induktivität oder auch mehr Kapazitäten, dann würden wir nicht nur eine Differentialgleichung erster Ordnung erhalten, sondern eine Differentialgleichung zweiter Ordnung, oder eine Integro-Differentialgleichung. Und man kann sich vorstellen, wenn wir dieses Netzwerk jetzt noch ein bisschen komplizierter machen, dann kommen da eben noch mehr Maschensätze, und noch mehr Knotensätze dazu. Und dann würden wir nicht nur eine Differentialgleichung lösen müssen, sondern ein ganzes System von Differentialgleichungen. Dann wird es wirklich anspruchsvoll. Ja, der Vorteil an dieser ganzen Geschichte im Zeitbereich ist jetzt aber, wir könnten da auch nichtlineare Systeme bei beschreiben. Zum Beispiel, wenn wir jetzt parallel zu der Kapazität noch so eine Diode schalten würden, dann könnten wir die hier unten in unserem Maschensatz auch noch durch den Spannungsabfall über der Diode. Naja, so ganz einfach wäre das nicht, weil wir müssten ja diese Parallelschaltung da berücksichtigen. Aber also wir würden das hier unten mit unterkriegen. Die Differentialgleichung würde eine nichtlineare Differentialgleichung werden. Die könnte man dann wahrscheinlich nicht mehr analytisch lösen, aber zumindest numerisch könnten wir die lösen. Das wäre kein Problem. Naja, und wir könnten uns jetzt auch so überlegen, was jetzt hier passiert. Also, wenn die Spannung eben über der Diode noch sehr klein ist, dann würde die Aufladung genauso passieren. Und dann, wenn die Diode eben durchbricht, dann würde die Spannung über dem Kondensator nicht mehr weiter ansteigen. Und der Strom, der hier durch den Widerstand fließt, würde eben nicht weiter diesen Kondensator aufladen, sondern würde durch die Diode zurück zur Quelle fließen. Also, wir halten fest, der Zeitbereich ist anschaulich gut geeignet, um dynamische Vorgänge zu beschreiben. Der Nachteil ist, wir müssen Differentialgleichungen lösen. Der Vorteil wiederum ist, wir können nichtlineare Bauelemente oder nichtlineare Systeme damit beschreiben und Nichtlinearitäten berücksichtigen. So, wie sieht das jetzt im Frequenzbereich aus? Wir machen das mal an dem gleichen Beispiel, also auch wieder diese Quelle, wieder ein Widerstand und wieder die Kapazität. So, und im Frequenzbereich gehen wir jetzt davon aus, dass unsere Signale harmonische Signale sind, also sinusförmig oder kosinusförmig. Und wir könnten halt im einfachsten Fall davon ausgehen, dass die eine feste Frequenz haben und dass wir eine feste Frequenz beschreiben. Und dann können wir die Frequenz natürlich auch variabel machen und uns das für verschiedene Frequenzen anschauen und so einen Einblick in das Spektrum der Signale erhalten oder eben in das Spektralverhalten oder in das Resonanzverhalten dieses Systems oder dieses Netzwerks. Das System wird jetzt eher kein Resonanzverhalten haben. Aber wenn wir jetzt hier noch irgendwie eine Induktivität mit dazu meinen würden, dann wäre das ja schon ein Resonanzkreis. Und dann würden wir eben sehen, dass bei einer Frequenz, bei der Resonanzfrequenz, da eben ja, in dem Fall gerade besonders viel Strom fließen würde, zum Beispiel in diesem Netzwerk. So, also wie machen wir das im Frequenzbereich? Wir gehen mal davon aus, dass das ein Signal ist mit einer festen Frequenz. Dann können wir die Signale auch durch Zeiger beschreiben, durch komplexe Zeiger. Die kennzeichnen wir durch diesen Unterstrich, also Quellspannung als komplexer Zeiger. Der Widerstand ist immer noch ein Widerstand. Aus der Kapazität wird ein Impedanzoperator 1 durch J Omega C und der Strom ist dann auch ein Stromzeiger und die Spannung über der Kapazität ist auch ein komplexer Zeiger. Ja, was ist jetzt der Vorteil an der Sache? Wir können diese Differentialgleichung uns sparen, wenn wir auch mal auf dieser Seite, ich mache das mal auf der gleichen Höhe hier den Maschensatz aufschreiben. Dann steht da UQ ist R mal I, also komplexer Zeiger ist R mal komplexer Zeiger des Stromes plus 1 durch J Omega C mal
den komplexen Zeiger dieses Stromes. Ja, und das ist jetzt zwar eine komplexe Gleichung, ne? Hier taucht halt J, die imaginäre Einheit J auf, und hier taucht jetzt eben die Kreisfrequenz unseres harmonischen Signals auf. Aber der entscheidende Punkt ist, das ist keine Differentialgleichung mehr, sondern es ist einfach eine algebraische Gleichung. Wir könnten den Strom hier und hier eben ausklammern und können diese Gleichung ganz einfach nach dem Strom umstellen. Das würde dann so aussehen, I ist die Quellspannung geteilt durch R plus 1 durch J Omega C. Und ja, wenn wir dann diesen Strom haben, dann können wir auch die Spannung über dem Kondensator da ganz einfach ausrechnen. Das wäre 1 durch J Omega C mal den Strom, den wir dann bekommen haben. Also im Grunde das, was schon da oben steht. Also der große Vorteil an der Beschreibung im Frequenzbereich ist, wir können uns das Lösen von Differentialgleichungen sparen, indem wir eben mit komplexen Zeigern hantieren. Na, der Preis, den wir dafür bezahlen müssen, ist eben, ja, diese Zeiger sind, das werden wir uns noch später anschauen, oder das kann man sich woanders anschauen, das sind eben Rechenhilfsgrößen, ne? Also die haben nicht eine direkte physikalische Bedeutung, die sollen eben einem nur das Rechnen einfacher machen. Und ja, der zweite kleine Preis, den man bezahlen muss, ist, man muss eben hier überall komplex rechnen. Also hier tauchen überall imaginäre Einheiten auf und Realteile und Imaginärteile dieser komplexen Zahlen, mit denen man eben ordentlich hantieren muss. Das ist, sind aber beides vergleichsweise geringe Nachteile, ne? Also der Vorteil, dass man sich eben das Lösen von Differentialgleichungssystemen spart, der wiegt viel, viel größer, und deswegen versucht man eben dann in der Praxis auch ganz, ganz viele Sachen im Frequenzbereich zu berechnen oder zu beschreiben. Der Nachteil an der Geschichte ist, das, was wir hier drüben gemacht haben, nämlich diese Diode da hinzuzufügen, das würde jetzt hier nicht funktionieren. Also eine Diode oder ein nichtlineares Bauelement so einfach, wie wir das jetzt hier unten gemacht haben, im Frequenzbereich zu beschreiben, das geht nicht.